Hallo liebe Plinkerfreunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, der Plinker, und ich stelle euch heute das Diana 34 Premium vor, so wie ich es auch in meinem letzten Video versprochen habe. Wer gerade dabei ist, sich ein wenig aufzuschlauen, ob ja dieses Diana 34 Premium zu ihm passen würde, der wird schwerpunktmäßig vor allem zwei Begriffe finden, die für ihn ja interessant sein könnten oder sein sollten. Und das ist zum einen der Monte Carlo Schaft. Hier also der Hinterschaft, wie gesagt, hier mit Schwerpunkt ja auf diesem Monte Carlo Schaft, aber auch der T06 Abzug, so wie er hier auf der Systemhülse auch gleich verschriftet ist und ihr es direkt nachlesen könnt, natürlich als Highlight ja dieser Premium Ausstattung. Im Rahmen meines Reviews zur Diana 34 Premium möchte ich euch das Luftgewehr ganz kurz im Detail vorstellen, bevor es dann auf den Kroni geht, so wie ihr es von mir kennt, und dann natürlich raus. Ihr wollt immer schießen draußen sehen, das ist klar, und das werde ich auch so machen, sofern das Wetter das natürlich zulässt. Da habe ich euch heute ein ganz lustiges Trio mitgebracht. Zum einen die allseits bekannten JSB Exakt Express, die kennt ihr. Allerdings gesellen sich da heute die H&N Barracuda 8 dazu und zum Schluss runden die RWS Meisterkugeln runden das Trio ab. Warum dieses Trio? Das sind Diabolos in einer Leistungsklasse, obwohl hier die RWS Meisterkugeln als Flachkopf-Diabolos daherkommen. Ich werde allerdings nur auf 10 Metern maximal schießen, sodass das Gedomte eigentlich sich nicht auswirken sollte. Was maßgeblich dazu auch beigetragen hat, dieses Trio so zusammenzustellen, das war unter anderem das Gewicht. Und ich denke, die Diabolos sind sehr vergleichbar. Und wer sich für solch ein Weitschuss-Luftgewehr hier entscheidet, der wird auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle dieses Trio irgendwo streifen bei der Auswahl seiner passenden Diabolos. Und deswegen, habe ich hier einen doch sehr, denke ich, sehr interessanten herstellerübergreifenden Vergleich mitgebracht, um dann schlussendlich auch aussagekräftige Werte für die Matrix zu gewinnen. Aber jetzt nicht länger schnacken, ich habe viel vorbereitet. Nach dem Intro geht es weiter. Erstmal mit der Detailvorstellung hier der Diana 34 Premium, dann natürlich auf dem Kroni. Da schauen wir, was sie bringt, und dann soll es auch schon rausgehen. Dann schauen wir uns jetzt das Diana 34 Premium im Detail an und fangen natürlich, wie ihr es von mir kennt, immer hinten an. Und da kommen wir auch schon gleich zum ersten der zwei Ausstattungsschwerpunkte-Highlights. Und zwar einmal dann hier der Hinterschaft mit dem Monte Carlo Schaft. Ich fange aber dennoch an der ventilierten Schaftkappe an. Hier bekommt man schon in der 300-Euro-Klasse eine wirklich funktionierende Schaftkappe, die auch tatsächlich durch ihre Ventilation und durch diese Lamellen, die da in der Mitte sind, bekommt man eine wirkliche Dämpfung. Ja, eine wirkliche Rückstoßdämpfung. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Kommen wir, wie gesagt, dann jetzt zu einem kleinen, zu dem Highlight, und zwar zum Monte Carlo Schaft. Was ist ein Monte Carlo Schaft? Es gibt verschiedene Schaftausführungen. Einmal den englischen Schaft. Da habt ihr dann einen geraden Schaftrücken und kein Pistolengriff. Den deutschen Schaft, da habt ihr einen leicht gewölbten Schaftrücken. Und hier bei diesem Monte Carlo Schaft, da habt ihr am Ende diese Eindellung. Darüber hinaus fällt der Pistolengriff in nicht einem ganz so steilen Winkel ab, also etwas flacher. Und hier noch die einseitige Schaftbacke. Die Backe, so merke ich mir es, geht quasi dann so wie seine Art Sattel, sitzt quasi dann, sieht das ganze Gesamtkonstrukt dann aus. Also von dem Schaftrücken über die Backe, sitzt es dann auf diesem Hinterschaft hier so drauf. Wie gesagt, ein sehr, sehr, finde ich zumindest, ein sehr, sehr schöner Hinterschaft mit allen klassischen Elementen. Zu guter Letzt natürlich auch dann am Pistolengriff eine Fischhaut, die hier nochmal für Griffigkeit sorgen soll. Die Sicherung aus Metall kann ich, also die Sicherung, es sichert sich bei jedem Spannvorgang automatisch. Ich muss es dann wieder entsichern, kann es
aber auch sichern. Ganz wichtig für die Matrix, das gibt nochmal 5 extra Punkte. Und ja, es ist alles auch mit der Schießhand, sag ich mal, ist alles bedienbar. Ich finde es wunderbar gemacht. Als nächstes ja der Abzug als Ausstattungshighlight. Das möchte ich auch gleich mal, ja, er verfügt über 3 Einstellschrauben. Einmal den Vorabzugsweg, dann der Druckpunkt und zum Schluss das Abzugsgewicht. Ich persönlich weiß immer nichts mit dem Vorabzugsweg anzufangen und deswegen ist die erste Schraube, ich verrate euch auch meine jetzige Einstellung, die erste Schraube ist bei mir komplett reingedreht. Ich habe also keinen Vorabzugsweg, weil der Abzugsweg eigentlich an sich noch lang genug ist und wenn man da, sag ich mal, ja, nicht ein perfekter Schütze ist, aber dann gibt es noch genug Sicherheitsreserve, ohne dass der Schuss gleich bricht. Ich brauche hier keinen, ja, nochmal vorgelagerten Vorabzugsweg, deswegen ganz rein und damit ganz weg. Ja, als nächstes der Druckpunkt. Wenn ihr die Schraube 2, also ganz reindreht, habt ihr den maximalen Druckpunkt, wobei der maximale Druckpunkt hier ja auch nicht sehr groß ist, ja, und ab ca. 1,5 Umdrehungen wieder rausgedreht, habt ihr dann keinen Druckpunkt mehr. Das bedeutet, ihr betätigt den Abzug, ihr zieht und ihr merkt keinen Druckpunkt und irgendwann überrascht euch dann der Schuss. Ich habe den Druckpunkt mit einer Umdrehung heute raus, schieße ich dieses Diana 34. Ich habe also einen minimalen Druckpunkt. Bedeutet, ihr habt den Abzugsweg und irgendwann kommt ihr dann an diesen minimalen Druckpunkt und wenn ihr dann drüber hinausgeht, dann bricht der Schuss. Ja, so habe ich es hier eingestellt. Und zum Schluss, lasst uns noch über die Schraube 3 sprechen, die ihr einstellen könnt. Damit, wie gesagt, stellt ihr das Abzugsgewicht ein. Ganz rein, ich habe es nachgemessen, dreht ihr die Schraube ganz rein. Es kann auch nichts passieren. Bei manchen Luftgewehren passiert es, wenn ihr an den Endpunkten seid oder an dem einen Endpunkt, wo ihr das Minimalabzugsgewicht einstellt, dass dann gar nicht mehr der Knicklauf arretiert. Es passiert hier nicht. Ihr habt in dieser Schraube ist auch eine Sperre drin. Und ihr könnt es an beide Anschlagpunkte, könnt ihr die Schraube bringen. Ist kein Problem. Sie schießt dann immer noch sicher. Verbürgen will ich mich dafür aber nicht. Ich habe es aber ausprobiert. Ja, schraubt ihr die Schraube 3 ganz rein, habt ihr ein maximales Abzugsgewicht von 730 Gramm. Schraubt ihr es ganz raus, dann habt ihr 416 Gramm. Bei 4 Umdrehungen liegt ihr circa so bei 560 Gramm. Das habe ich alles mal abgemessen. Ich habe es auch mit 7 Umdrehungen rausgedreht, heute eingestellt. Also 416 Gramm, das werde ich nochmal, wird eine weitere Station werden. Das werde ich nochmal euch zeigen, ja, vor dem Kroni. Ja, das soll es an sich zum Abzug sein. Sehr, sehr umfangreich. Ich habe mir die Zeit genommen, euch das zu erklären, weil ich aber auch den Abzug, die Abzugseinstellmöglichkeiten sehr, sehr umfangreich finde und auch gerade da, ja, die Möglichkeit daraus, so eine Art Direktabzug zu machen, finde ich sehr interessant und schießt sich auch wirklich gut. Da hat Diana wirklich einen sehr, sehr schönen Abzug gebaut. Ja, was gibt es noch zu sagen? Weiter vorne dann hier die 11 mm Prismenschiene, das in Höhe und ja seitenverstellbare Metallvisier. Am Vorderschaft die Fischhaut, ein Wermutstropfen habe ich euch versprochen. Und zwar ist die Unterseite ist offen. Ne? Also man kann hier bis zur Feder durchschauen. Das finde ich aus Schmutz, Schutzgründen oder in dem Fall auch kein Schutz, finde ich nicht so gut. Kleiner Wermutstropfen an sich, aber immer noch ein sehr schöner Schaft. Er wird immer noch so produziert, hat sich also bewährt und ja, wunderbar. Der Lauf an sich ist knapp 50 cm lang und das macht natürlich aus diesem Luftgewehr ein Weitschussluftgewehr. Wunderbar. Wir haben hier ein auswechselbares Korn. Die Visierlinie beträgt 49 cm, ganz wichtig für die Matrix, das habe ich schon eingetragen. Und der Laufdurchmesser für alle die, die noch Zubehör kaufen wollen, beträgt 16 mm. Da könnt ihr dann noch einen Schalldämpfer oder ein Laufgewicht aufschieben und dann mittels Schrauben, in dem Fall
wahrscheinlich dann nur fixieren. Ein Gewinner hat es nämlich nicht. Ja, dann gibt es immer diese unschönen Druckpunkte. Aber anyway, ja, das soll es schon zum ganz kurzen Vorstellen hier im Detail sein. Ein sehr schönes Luftgewehr, vielversprechende Eckdaten. Und ja, damit geht es jetzt in Richtung Kroni. Let's go! Die Kamera läuft, von daher lasst uns mal das Abzugsgewicht hier bestimmen. Dann Brille auf, das war jetzt eine taktisch unclevere, unkluge Abfolge. Naja, egal. So, was immer wieder auffällt, wenn man die Diabolus hier so reinplumpsen lässt in die Diana Luftgewehre, das etwas vergrößerte Patronenlager, sodass die Diabolus ja wirklich so reinplumpsen, sag ich mal. Der Spannvorgang ist sehr weich. Alles sehr, sehr angenehm zu bedienen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann hier entsichern. Ich stelle auf Kilo um, cleare nochmal, ready und dann soll es losgehen. Ganz grob in Richtung Zielband. Ja, wie versprochen, 418 Gramm, ich weiß gar nicht, wo es hingegangen ist, wahrscheinlich in meinen Schaumstoff, deswegen hat man nichts gehört. Ich finde 18 Gramm, ich halte es auch hier nochmal drunter. 418 Gramm, so wie ich es euch versprochen habe. Dann soll es jetzt mit Schuss Nummer 1 losgehen auf dem Kroni. Let's go! Ups! Joule. Schuss Nummer 2. 7,49. Joule. Finde ich ein für meinen Geschmack eine etwas zu große Abweichung, aber wir werden es uns gleich anschauen. Number of Shots 3. Habt ihr ja gesehen, also 3. Dann, ja, Punktlandung bei der Durchschnittsenergie 7,49 Joule. Das ist damit ja, okay, genau am zulässigen Limit. Ja, und dann schauen wir uns die Average Speed mal an. Oder blättern wir durch hier. Und dann schauen wir uns mal die Consistency an, also die Abweichung, ne? 3,69. Ich kann das jetzt auch schon rausgehen auf die 10 Meter Shooting Range. Ja, ich würde sagen, nicht länger schnacken, ab nach draußen. Ja, Blinkerfreunde, kleine Planänderung, wir gehen nicht nach draußen. Ich wäre nicht der Blinker, wenn ich hier nicht einfach noch ein bisschen blinkern würde. Ich würde sagen, wir machen mal die Wildschweinrotte von links. Papp. Jetzt das ganz rechte. Wir gehen einfach noch ein bisschen ins freie Blinkern über, bevor wir dann auf Präzision schießen. Papp. Da ist es weg. Kann natürlich sein, dass ich jetzt hier mal nicht ganz so präzise treffe, weil ich es schon auf 10 Meter eingeschossen habe. Das hier sind ja 6 Meter. Wieder alle aufstellen. Ja, da stehen alle wieder. Super, trifft man damit. Ganz kurz noch auf die Biathlonscheibe. Ich werde das mittlere Ziel anvisieren. Da ist es zu. Jetzt das Pendelziel und dann als Königsdisziplin die Ratte. Das Pendelziel und zwar das linke, das rechte, die Ente. Die stand kurz in der Luft. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir die Ratte legen können. Die Ratte, by the way. Die beiden Ringe sind reingeklappt, also wir haben hier den minimalsten Durchmesser. Ich kenne das Maß gar nicht. Wer es kennt, auch, ja, kann es mir auch in die Kommentare schreiben. Geschätzt sind es ja so 1,5-2 cm. Schauen wir mal. Ah, kommt nichts raus. Kein Öl drin. Wunderbar. Ja,
Dann geht's aber jetzt nach draußen. Die Ziele wurden ja auch alle bekämpft. Okay, nichts mehr da. Let's go! Ja, so klingt er, Freunde. Ich habe draußen alles aufgebaut und dann kann es jetzt weitergehen mit der Diana 34 Premium bei, ja, möchte ich meinen Premium-Wetter. Das Banner hinter mir bewegt sich kaum. Das wird geschossen mit den JSD Exact Express, den RWS Meisterkugeln und den H&N Barracuda 8. Eine Besonderheit, dass sie auch gleich gut vergleichbar sind. Sie sind alle in 4,51 mm. Ich bin schon ganz gespannt auf die Vergleichsreihe. Let's go! Lasst uns anfangen mit den JSD Express. Wie gesagt, 4,51 mm alle. Eigentlich mittlerweile, ja, Diabolus der Marke JSB mit meinen Favoriten. Schutzbrille, ganz wichtig. Aus wie eine 9, 11 Uhr. Bullseye! 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 Okay, ich hole mir die Karte der JSB. Ich sehe hier ganz klar 48 Punkte für die JSB. Solide Leistung. Machen wir weiter mit den RWS Meisterkugeln. Mal gucken, ob die halten, was sie versprechen. Bullseye. Jo, sah doch ganz gut aus. Bullseye. Und der letzte für die RWS Meisterkugeln. Ja, holen wir uns die Karte, bevor es mit dem Barracuda 8 weitergeht. Ja, kommen wir zu etwas Neuem an der Stelle. Die Barracuda 8 von H&N habe ich auch noch nicht geschossen. 4,51 mm ja, gedomed und ja, entsprechen eigentlich den JSB Exact Express. Schauen wir mal, wie sie sich hier schlagen. Ach so, ein Ergebnis zu den RWS habe ich euch noch, muss ich euch noch verraten. Das sind 20, 38, 46. Okay. Bullseye. Sieht nicht schlecht aus. Bullseye. Oh, ich glaube, die liegen sehr dicht. Bullseye. Bullseye. Oh, was ich von hier sehe, das sieht nach einer sehr soliden Fünfergruppe aus. Schauen wir es uns an. Ja, Blinkerfreunde, ganz kurzes Zwischenfazit hier zur Munition heute. Der heutige Gewinner sind die H&M Barracuda 8. Ja, mit soliden 49 Punkten. Ja, ein Punkt Vorsprung reicht aber an der Stelle. Ja, für mich eine Überraschung, sie sind nicht ganz so, sind nicht ganz so dunkel, nicht ganz so bleihaltig, aber schlussendlich, ja, ist sehr interessant, ob man damit trifft. Und ja, das zum Zwischenfazit, bevor ich hier zu meinem abschließenden Fazit komme, zur Diana 34 Premium mit dem wunderbaren T06 Abzug. Ja, ich habe es auch gemerkt, ja, ganz, man kommt ganz leicht an den Druckpunkt und dann geht es schon los. Ein wunderbarer Abzug, aber dazu gleich mehr.
Kommen wir zum abschließenden Fazit. Hier zu meinem Fazit zur Diana 34 mit dem T06 Abzug Premium. Premium. Ja, Premium bringt mich gleich zur Ausstattung. Die Ausstattung kann hier vollends überzeugen. Der Monte Carlo schafft, ihr findet super euren Platz. Ja, mit dem Kopf an der Backe, an Hinterschaft findet ihr super Platz. Und den Rest trägt hier der T06 Abzug bei, dass ihr garantiert nicht verreist und hier solche Gruppen schießen könnt. Ja, 300 Euro soll es im Schnitt kosten. Dafür bekommt ihr wirklich ein super klasse Luftgewehr, womit ihr lange Spaß haben werdet. Und gerade wer überlegt, ja, reicht nicht auch das Classic oder dann doch das Premium? Ich denke, der Mehrpreis ist doch deutlich gerechtfertigt und bringt nochmal ja euren Spaßfaktor, weil ihr dann schlussendlich damit auch treffen werdet. Gerade auch auf größere Entfernungen, ja, bringt es doch enorm viel, ja, erhöht es einfach den Spaßfaktor. Wo hat sie sich in der Matrix eingeordnet? 272,49 Punkte hat sie erreicht. Damit steht sie unter der Diana Modell 60 und da habe ich mir einfach die Werte angeschaut und es war ein wenig dann zum Schluss dann jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen. Und zwar fährt die Diana Modell 60 26 Punkte mehr ein, einfach dadurch, dass sie über eine Diopter-Visiereinrichtung verfügt und ich habe eine extra Spalte hinzugefügt und vermerke dort die Visiereinrichtung Diana Modell 60 mit Diopter und dann halt hier bei der Diana 34 und bei allen anderen Luftgewehren, die ich bis jetzt habe, Kimme und Korn, und somit ist sie Platz 2 zwar im Ranking, aber Platz 1 natürlich, ja, wohlverdient Platz 1 unter den Kimme und Korn Luftgewehren hier bei mir in der Matrix. Und ich finde, da fängt langsam an, dieses System sich auszuzahlen, denn man kommt weg vom Bauchgefühl hin zu belastbaren Zahlen und genau das wollte ich. Zwei Kleinigkeiten habe ich hier anzumerken bei der Diana 34. Das wäre zum einen der, ja, mir zu offene Vorderschaft. Hier könnt ihr wirklich bis zur Feder durchgucken. Das finde ich nicht so gut. Einfach, ich würde es mir hier einfach ein bisschen schmutzunempfindlicher wünschen. Und dann zum anderen das, ja, das Kimmenblatt. Und zwar, das ist mir ein wenig zu breit. Aber das könnt ihr parieren durch das auswechselbare Wechselkorn, weil einfach dieses Spitzkorn einfach dann zu viel Luft nach links und rechts hat. Aber wie ihr gesehen habt, trifft man ja damit trotzdem. Es würde sich aber an der Stelle einfach ein wenig leichter gestalten. Aber wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau, aber das können wir ja bekanntlich am besten. Okay. Zwei Sachen noch am Ende meines Videos, oder mehr oder weniger drei. Durchgesetzt haben sich in der Gruppe heute die H&N Barracuda 8. Ja, habe ich zum ersten Mal verwendet, haben sich ganz gut geschlagen. Ja, kann ich nicht anders sagen. Wobei jetzt die JSB, ich denke mal, das lag an der Stelle heute einfach an mir. Zweite Sache, ja, der Kanal wächst nicht von allein. Lasst mir ein Like oder ein Abo da, dann sehen wir uns garantiert im nächsten Video wieder. Und ich möchte euch, ja, wie es habe ich mir einfach angewöhnt, einen kleinen Ausblick geben. Es soll weiter in Richtung Field Target gehen. Und was braucht man primär oder was wird oft verwendet beim Thema Field Target? PCP. Ich möchte euch ein PCP-Luftgewehr, ein sehr kultiges, sehr retro-lastiges PCP-Luftgewehr vorstellen. Und ja, darauf könnt ihr euch schon freuen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß an der Line of Fire. Geht raus, auch wenn ihr jetzt Gefahr lauft, dass ihr auch mal draußen schwitzt. Geht raus, habt Spaß, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.